Hallo Leute. Es ist sage und schreibe mein erstes Video auf Deutsch. Bisher habe ich es immer auf Englisch gemacht, aber ich dachte mir, für alle Leute, die sich auf Davanda meine Bücher anschauen und eins erwerben möchten, warum nicht in meiner Muttersprache? So. Ja, also ich habe hier mein nächstes Frühlingstom, das heißt Hummingbirds and Friends. Das ist gemacht. Ja, ich bin halt Student von Nick the Booksmith und da haben wir halt gelernt, so einen schönen Wälzer, einen Tome zu machen. Das ist hier Hardboard und hat hier diese Ridges. Also viele Ausdrücke kenne ich jetzt nur auf Englisch. Das möge man mir verzeihen. Und hier, so sieht es von oben aus. Mit all diesen Tabs und Headband, Cheesecloth. Okay. Und natürlich mit dem wunderschönen Stencil, das sind Orchideen. So, jetzt machen wir das Ding einfach mal auf. So. Okay, so fängt es an. Ich habe hier einen Franken-Tag, also einfach aus verschiedenen Scraps zusammengenäht. Es gibt eine wunderschöne Textur. Mit Spitze und Knöpfen und einer Library Card. Also ich habe hier Tim Holtz Memorandum Cardstock benutzt. Das sind sechs Signaturen, über 190 Seiten, ich glaube 192 Seiten oder so. Ja, alte Buchseiten, Edith Holden, aber das sehen wir dann alles noch. Überall kleine Aussagen hier. Das ist jetzt zum Beispiel auch von Tim Holtz. Kleine Charms an der Seite. Und Spitze und Stoff und ja, schön ausdekoriert. Hier zum Beispiel eine mini kleine Knopfcollage mit einem kleinen Journal Card. So, ich gehe einfach mal durch. Ich habe hier wunderschöne Vogelbilder gefunden auf Graphics Fairy und auch auf Transparentpapier oder Vellum. Ja, festes Transparentpapier, sagen wir mal, ist das ausgedruckt. Man kann schön durchsehen. Ich finde das sehr schön. Und die, ja, komme ich gleich zu. Ist ungewohnt auf Deutsch, muss ich sagen. Hier, das sind alles Die-Cuts von Tim Holtz. Kleine Aussage. Und ja, Kontoführungspapier. Das ist aus Edith Holdens Buch. Das ist sogar eine deutsche Übersetzung. Einfach ein Stück Briefpapier. Das Papier übrigens ist in Tee eingelegt, aber ich habe auch darauf geachtet, dass die Säure neutralisiert wird. Also keine Angst, ihr könnt da eure Fotos reinmachen, alles. Überall steckt hier eine Karte oder kleine Verschönerung. Es kann überall anders auch quasi befestigt werden oder eingeklebt werden. Also das wollte ich jetzt nicht so strikt vorgeben, sondern meine Bücher sind immer ein bisschen interaktiv. Das heißt, ihr könnt es euch aussuchen, wie es dann letztendlich aussehen soll. Oder natürlich eure eigenen Fotos auch ersetzen, wie ihr wollt. Also es ist nicht zu viel fest vorgegeben. Es kennt vielleicht die Älteren von euch, kennen das noch. Es ist so ein älteres Buch von Würmli, heißt der. Das ist so eine Enzyklopädie von allen möglichen Tieren und Pflanzen Deutschland. Und da habe ich einfach alte Seiten rausgenommen und hier schöne große Journal-Karten draus gemacht. Hier ein bisschen mit Spitze.
Wieder so eine schöne Ida-Tolen-Seite. Das ist ganz dickes Papier, wie für Aquarellmalerei verwendet wird. Ja, die Dame hat so um die Jahrhundertwende gelebt und hat das alles selbst gemalt, auch wunderschön. Und hat so eine Art Tagebuch geführt. Ja, dieses Memorandum Cardstock ist also eins meiner Lieblingsausgaben von Tim Holz. Hier ist ein, ja, ein Umschlag, auch, ich glaube, in Kaffee eingelegt und embossed und mit Brief drin. Steckt hier. Hier habe ich einfach einen Franken-Tag als Side-Pocket genommen. Ja, sorry, es ist auf jeden Fall Denglisch, was ich hier mache. So, das ist noch so ein Bild auf Vellum. Oh, eine hübsche Karte. Hier ist ein großer Umschlag mit so einem Collage, ist auch aus einem alten Buch. Und auf der Rückseite ist noch eine Collage, auch mit Spitze und sowas. Und hier drin ist ein kleines Buch für Notizen, Adressen, was auch immer. In der Mitte sind zwei kleine Schmetterlinge. Ran damit. Hier ist einfach auch ein Stück destained Papier als Brief gefaltet. Mit, ach so, das habe ich noch gar nicht gesagt. Das sind alles Digi-Stamps. Auch von Graphics Fairy. So, hier nochmal eine hübsche Meisen-Alliteration. So, noch so eine große Journal-Karte. Noch eine. Hier sind mal ein paar Kolibris. Das sind, glaube ich, Finken, ne? Ja, Finken. Ja, diese Kontoführungspapier lasse ich irgendwie blank. Ich glaube, weil es wie nach Arbeit aussieht. Ich weiß es nicht. Das sind hier lauter Tim Holz Die Cuts. Also ausgestanzte Formen. Noch so eine Digi-Stamp. Postkarte. Kolibris. Und hier nochmal ein bisschen mit Knöpfen und also ist alles Vintage, habe ich vom Flohmarkt, auf dem Flohmarkt gefunden. Und noch so ein paar Grasmücken und Laubsänger. Ein Eisvogel. Tasche mit so einer Karte drin. Also jede Menge Platz zum Schreiben, Fotos einzukleben, selber Collagen zu machen. Also ich denke, mit diesem Buch seid ihr wirklich lange beschäftigt. Hier ist noch ein selbstgemachter Briefumschlag. Ist übrigens auch so ein Kurs von MLT Bloom kann ich auch nur empfehlen.
Die macht auch sehr schöne Sachen. So, da kommen wir schon zum Schluss mit noch so einem Franken-Tag. Das ist das Ende. Hier ist ein kleines Etikett, Ex Libris. Könnt ihr euren Namen reinschreiben. Und ein kleines Emblem, dass es von mir gemacht wurde. So sieht es hinten aus. Hier nochmal zeigen. Ringsrum. Okay, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und es kommt gleich noch ein Video. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.